Ja, liebe Leute, moin und herzlich willkommen, liebe Hobbyfreunde. Ja, es ist mal wieder soweit für eine Wochenrundschau Warhammer Community. Letzte Woche gab es nichts, aber diese Woche hat GW tatsächlich einen nach den anderen rausgehauen. Also ich freue mich wirklich, hier jetzt mal ein bisschen was zeigen zu können. Letzte Woche, ich dachte mir, ich mache lieber kein Video, weil wenn ich nichts habe, worüber ich reden kann, dann lohnt es sich auch nicht, irgendwas zu machen. Ja, was haben wir? Also ihr seht es war die Nova Open 2023. Wir sehen rechts der Phoenician Ascended. Das heißt im Endeffekt Fulgrim. Da gucken wir gleich mal im Detail rein. Und ja, also ich wollte mit euch jetzt mal ein bisschen durch die Post hier gehen. Gucken, was es noch Neues gab. Hier Nova Open 23, da seht ihr schon Space Marines mit Jump Packs. Orks, nochmal Space Marines und irgendwas AOS-mäßiges. Wichtig aber als erstes jetzt mal den Phoenician. Da müsstet ihr jetzt gleich auch den Sound hören. Ist leider für Horus Heresy, aber der Typ sieht einfach gigantisch aus. Es ist, Fulgrim als Demon Prince. Und bei Horus Heresy ist es so, dass die Primarchen meist auf 60er Base stehen. Ich glaube, es gibt einen, der steht auf einer 80er Base. Korrigiert mich, wenn es anders ist. Und die Details sind einfach ein Knaller, aber müssen wir nichts drüber sagen. Figuren machen Kang-GW. Und im Endeffekt sieht das einfach richtig knallermäßig aus. Wenn das hier eine 60er Base ist in der Breite, dann, ich sag jetzt mal, passt das ungefähr dreimal in die Höhe rein. Und dann sind wir bei 24, 240, sprich 24 cm hoch. Das wäre ein bisschen krass für eine 60er Base. Wenn es eine 10er Base ist, dann wäre der Typ einfach überdimensional groß. Und das glaube ich nicht. Also ich gehe von einer 60er, vielleicht 80er Base hier aus. Und der Typ ist einfach richtig groß. Sieht richtig cool aus. Schauen wir mal. Was für Details. Ton müsstet ihr also auch haben. Mega. Ich gehe hier mal aus dem Fullscreen raus, nicht dass ich noch irgendwie Copyright-Probleme kriege. Sieht aber auf jeden Fall sehr nach einer 60er Base aus. Ja, ich bin mal gespannt auf die Regeln. Ich würde mich freuen. Ich habe ja auch eine angefangene 30k Horus Heresy Armee. Leider nur niemanden, mit dem ich 30k zocken kann. Zwei der Kollegen haben aufgehört, einer komplett mit Tabletop aufgehört und der dritte ist wieder back zur alten Horus Heresy Edition. Der war wohl nicht so begeistert von der neuen, aber gut, vielleicht findet sich ja noch jemand. Vielleicht auch in Hannover oder so, mal schauen. Auf jeden Fall, also wenn man Emperor's Children ein bisschen cool findet, ist es eigentlich ein Must-Have-Model. Und so, selbst wenn nicht rein für die Vitrine, sieht es halt auch einfach cool aus. Nova Open war, da gibt es halt auch immer Previews. Ich spare euch jetzt den Stream eines 1 Stunden 30 Streams. Den könnt ihr gepflegt selber einschalten, wenn ihr Bock habt. Dann geht da einfach auf Warhammer Community und guckt euch den an. Ja, die sind da auch einmal ein bisschen im Talk über die ganzen Figuren gegangen. Wir sehen hier schon ein bisschen Orog Art Boys. Auch eine sehr, sehr coole Range. Dann haben wir Asterion Moloch, genau. Also da gab es einige Reveals. Wir haben ja einfach mal Space Marines, gab es wieder einiges. Das sieht aus wie ein Chaplain in Thermi Armor, ein neuer mit Schild sogar. Ist das ein Chaplain mit Schild in Thermi Armor? Interessant. Ich habe leider 60 Thermis im Keller und ich werde leider nicht nochmal 60 jetzt neue Thermis kaufen. Das werde ich mir schön sparen. Dann haben wir hier Scouts auf jeden Fall. Wir haben nochmal die Heroes da unten, die so ein bisschen von den Blade Guards kommen, würde ich behaupten. Und dann haben wir Space Marines mit Jump Pack. Ja, es war zu erwarten, dass er reicht dann auch, ne?
So, ja, Jump Packs, was kann man dazu sagen? Es war eins der Sachen, die noch gefehlt haben. Wenn man sagt, man möchte Primaris oder Firstborn loswerden, dann haben eigentlich nur noch Jump Pack Nahkampfeinheiten gefehlt. Und die Vanguards werden wohl dann ersetzt. Und es haben Terminatoren gefehlt. Jetzt haben sie es ja relativ charmant gelöst, dass sie einfach das Primaris-Keyword sozusagen in der Form, also es gibt keine Differenz im Sinne des Spiels mehr zwischen Primaris und Co. Primaris-Einheiten können in Land Raider rein, etc. pp. Die Terminatoren sind alle im Kopf größer geworden. Das heißt, wir werden da die alte Range mit Sicherheit verlieren. Jetzt kommen noch die Primaris Jump Pack Einheiten, was dann auch wirklich das Einzige war, was noch gefehlt hat. Und man hat so ein bisschen Primaris-Äquivalent zu tougheren Einheiten, sind ja Gravis-Rüstungen. Und da ist ja im Endeffekt die Sache dann auch, dass wir da halt auch schon Apothekaris haben und da die Charaktere sozusagen ein bisschen nachgerüstet werden am Ende des Tages. Und dann hat man mit Primaris eigentlich wirklich alles, was man braucht. Und ja, was willst du dazu noch sagen? Das war zu erwarten. Ich finde es super. Und ja, Terminatoren sehen wir hier jetzt natürlich auch. Wie gesagt, ich werde mir nicht alles neu kaufen. Den Chaplain mit Schild, das sieht natürlich super interessant aus. Ja, konnte ich jetzt auf den ersten Blick auch nicht erkennen. Ich werde jetzt auch nicht jedes Video angucken. Das können sie ihr theoretisch auch selber machen. Die Scouts wollen wir uns dann noch einmal kurz geben. Wir hatten ja Angst, dass die in Legends verschwinden und auch kann man jetzt keine Scouts mehr spielen. Ich habe schon gesagt, da stand ja auch nichts von. Also stand nirgendwo was, dass die in Legends rutschen, deswegen habe ich fast erwartet, dass es da einfach eine Neuauflage gibt. Das sieht mir stark nach 28mm Bases aus. Ja, also das war zu erwarten, dass die nicht in Legends verschwinden. Die haben ja auch Regeln bekommen, sonst hätten sie die gleich mit in Legends reingepackt, dass da neue Modelle folgen, war klar. Wir haben hier noch Warcry, Blood Bowl, dann haben wir noch hier Old World, das ist ja auch angekündigt, dass es da das System quasi Fantasy ersetzen soll. Dann haben wir Mittelerde, was auch super cool ist. Und es gab schon mal dieses... es ist schon wieder ein Flugzeug hier lang, was ist denn heute los? Ich hoffe, ihr hört das nicht. Mittelerde, Schlacht um Mittelerde, Lord of the Rings, reizt mich auch ungeheim. Es gab mal dieses Rohan-Paket an irgendeinem Weihnachten. Und leider Gottes habe ich mir das nicht gekauft. Aber aus dem Grund, dass... ist leider nicht der Epic Scale ist. Also es war auf dem Papier der gleiche Maßstab wie 40k und AOS, aber 40k AOS ist dann nochmal Epic. Das heißt, das ist alles irgendwie einen halben Kopf oder einen Kopf größer. Das mag marginal erscheinen, der Unterschied, aber das hat herbe Auswirkungen auf das Gelände, weil dann Türen auf einmal nicht mehr so groß sind, dass da ein Guardsman durchpasst. Oder der Guardsman wird mit dem Kopf vor die Tür rennen. Und das sieht in dem im Maßstab leider, passt es nicht für AOS und ich mach's mal leise. Es passt leider nicht für AOS und 40k, sonst hätte ich mir auf jeden Fall schon das ein oder andere Lord of the Rings Gelände gekauft, weil es einfach mega gut aussieht und mega thematisch ist, vor allen Dingen für Fantasy Battles. Es ist ein System, was ich auch mal liebend gern ausprobieren würde. Das heißt, wenn ich hier unter meinen Subscribern Leute aus Hannover oder tatsächlich auch Hamburg habe, die Lord of the Rings spielen, bitte, 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 Leute, schreibt mich gerne an, wenn ihr Bock habt, einen Noob an die Hand zu nehmen. Ich wäre da sofort bereit, mal einzusteigen. Hätte ich richtig Bock drauf. Und ja. Ansonsten AOS, auch einfach eine Miniaturenrange, wo man sagen kann, also ich komme ja gerade wieder durch Baldur's Gate, ich bin ein riesen Baldur's Gate-Fan, 1, 2, Icewind Dale, hast du nicht gesehen, es kommt Teil 3, ich bin total geflasht. Pen and Paper jetzt gerade wieder ein bisschen im Kopf aktiviert und mich da ein bisschen reingelesen. Das sind natürlich auch super Modelle, die man einzeln nicht nur für AOS benutzen kann, sondern auch für Pen and Paper-Spiele oder für sonstige Sachen. Also das sind einfach eine super tolle Miniaturenrange und das ist schon echt cool. Ja, dann haben die Orks hier, das sagte ich auch, die AOS-Orks finde ich richtig cool. Ich bin ja, wie ihr auch wisst, wenn ihr den Kanal ein bisschen länger schon verfolgt, nicht unbedingt der größte Fan von 40k-Orks. Also wenn ich jemals Orks haben sollte, dann werden es AOS-Orks sein und die kann man, glaube ich, auch wunderbar kitbashen mit 40k-Bits. Das wäre eigentlich mal ein Projekt für nächstes Jahr, wenn ich vielleicht hoffentlich wieder mehr Zeit habe fürs Hobby. Ja, Warcry, wie gesagt, es gibt im Moment so viele Untersysteme.
Ich glaube, ich muss einfach echt mal ein paar meiner 14, 15 Armeen im Keller verkaufen und mich ein bisschen breiter aufstellen, weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass man mit nur 40k, auch jetzt gerade in so einer Zeit, wo man, ich zum Beispiel habe gerade, bin ich ganz ehrlich, liebe Leute, eine 40k-Flaute, deswegen hatte ich jetzt auch die letzte Woche ein bisschen, letzten anderthalb Wochen ein bisschen Ruhe hier auf dem Kanal, weil ich sozusagen einfach mich neu orientieren musste und den Content ein bisschen anders planen musste. Ne? Aber guckt euch das an, Cities of Sigmar, Old World kommt. Old World im Vergleich, ich glaube, sie werden es so machen, sie haben ja Fantasy abgesäbelt, auch lore-technisch ist es ja quasi beendet. Und dann kam auf einmal Age of Sigmar und hat das Universum belebt, sozusagen. Ich glaube, man wird damit so umgehen wie 40k Horus Heresy. Ja, wir haben 40k als System und Horus Heresy ist ja die Vorgeschichte zu 40k. Als eigenes System und dann haben wir AOS, was auf Augenhöhe damit 40k ist und wir werden Old World haben, was die Vorgeschichte von AOS sein wird, also quasi Fantasy Reloaded und so hat man quasi vier Systeme in zwei Universen oder zweieinhalb Universen, sage ich jetzt mal, oder drei, wenn man bei jedem 1,5 sagt und dann ist das super. Hier sehen wir noch Tyranniden, super cooles Modell, sorry, ich habe mich gerade verquatscht, während ich ja schon weiter gescrollt habe, ein neues Modell, richtig groß, Hive Mind. Bringt auf jeden Fall ein neues Werkzeug an den Start und dabei bleibt es ja nicht. Es gibt ja auch den Tyranniden-Kodex und ja, der steht vor der Tür. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob ich das hier rüberziehen kann. Wartet mal kurz, genau. Wir haben gleich noch Space Marines, da gucken wir gleich noch drauf. Warte mal, ich habe jetzt aber hier noch eigentlich mal Preise gehabt. Aus einem vertrauten WhatsApp-Chat. So, Leute, Sekunde. Sorry, das muss ich jetzt mal hier eben. Das wäre ein bisschen negativ aufgestoßen, aber gut. Irgendwas, wenn man sucht, kann man immer über irgendwas meckern, ne? Also insofern, so, hier haben wir es. Es ist so, dass das so die Preise sind, die wir im Einzelhandel wohl erwarten können. Der Tyranniden-Kodex für 45 Euro, das hat dann irgendwann auch nichts mehr mit Inflationsanpassung zu tun. Ja, 45 Euro, ich meine der große Bioworo 40 Euro, der große Norn Emissary 90 Euro, der neue, ist auch ein großes Modell. Cities of Sigmar 155, es kommt halt einfach so viel raus, Leute, ist unfassbar. Man will ja auch irgendwie alles haben, ne. Hier wieder Datakarten 25 Euro, das ist natürlich Codex, ne, 45, Datakarten 25 und dann bist du irgendwie bei 70 Euro. Und, es ist ja nun mal einfach so, dass diese Sachen nicht aktuell bleiben und da ist halt die Frage, da hat sich GW jetzt ja leider nicht mit Ruhm bekleckert in vielen, über viele Editionen hinweg, dass ein Codex kommt, der teilweise bei Release halt schon direkt ge-FAQ'd wurde und dann hast du da irgendwie Karten, da kannst du dann vielleicht noch mit einem Filzstift draufschreiben. Ja. Aber schauen wir uns erstmal einen neuen Emissary an. Also der hat hier natürlich ein gutes Profil, Toughness 10, 2er Hose, 4er Invul, 16 Wunden, OC-Wert von 5, hat mit Psychic Tendrils hier auch Melter-Waffen, Blast-Waffen, Precision, alles in einem mit verschiedenen Loadouts, also richtig flexibel, gute AP-Werte, Damage-Werte D6, D3 und 1. Dann haben wir nochmal so eine Harpune mit dabei, das scheint ein neues Keyword zu sein, Stärke 12, ne, da oben haben wir keine Harpune. Aber D6 plus 1 Schaden auf jeden Fall. Und dann haben wir Singular Purpose. Das ist am Anfang der ersten Battle Round, kann man eine der beiden Sachen wählen. Das ist ultra powerful, denn ich kann nämlich bis zum Ende des Spiels, also eine Einheit definieren, eine Gegnereinheit, wenn es ein 10er Thermi-Blob vielleicht ist, dann kann ich Reroll Hit und Wound Rolls haben. Und das zweite wäre quasi, dass ich eine Objective Marker auf dem Feld wählen kann und bis zum Ende des Battles bin ich, solange ich mit diesem Modell in Range zu diesem Marker bin, dann kriege ich einen 5er 4 No Pain und Objective Control Wert von 15. Gut, bringt einem auch nichts, wenn man irgendwann Battleshocked ist. Aber da gibt es ja Wege, um das zu umgehen. Aber OC-Wert von 15, 5er 4 No Pain. Ein 5er 4 No Pain kann spiken, das heißt, also spiken versteht sich ja, man kann wirklich, der kann eskalieren, wenn man mal gut würfelt. Aber an sich ist ein 5 plus ja auch immer ein Drittel von den möglichen Würfeln, die man würfeln kann. 5 oder eine 6, ne? Wir haben 6 Seiten. Und wenn ich jetzt 16 Wunden hier oben mal nehme und da ein Drittel draufrechne, dann bin ich so bei ja, 20, 21 Wunden. 21,33 Wunden und das macht den Typen dann schon deutlich tougher. Das Modell ist einfach super cool. Von der Größe her hier mit so einem Wraith Lord verglichen. Ja,
Auf jeden Fall, das ist ein neues Tyranniden-Modell. Richtig cool. Hier gab es dann noch irgendwie Making the Codex, da gab es einen Artikel drüber, der wird auch in der Collectors-Edition, der ist in diesem Post, glaube ich, nicht erwähnt. Ne, erscheinen, das kostet dann nochmal ein bisschen mehr. Ansonsten wahrscheinlich in so einer Box dann. Ja, Metawatch hatten wir uns letztes Mal schon angeguckt. Ansonsten, wer sich hier reinlesen möchte, findet die ganzen Artikel auf jeden Fall noch. Dann hatten wir noch eine Rumor-Engine. Die letzte konnten wir ja nicht wirklich gut auflösen. Die hier ist jetzt von gestern, vorgestern und ja, auch relativ überschaubar. Ich meine, das sieht aus wie diese Morgas Demon Princess, die ich für Thousand Suns benutze. Also das wird mit Sicherheit irgendwas AOS-mäßiges sein. Würde mich wundern, wenn nicht. Ne? Also, ja, also es gab viel zu sehen in den letzten zwei Wochen. Also wirklich viel gekommen. Ich bin jetzt erst beim 28. August. Cities of Sigmar und das sind einfach so schöne. Also ich finde die Miniaturen leider fast besser als bei 40k mittlerweile. Bin ich ganz ehrlich. Ich weiß nicht, wo ich landen würde, wenn ich eine große AOS-Spielerschaft hätte. Ich finde das System leider ein, zwei Sachen, die mir nicht so gut gefallen, aber irgendwas ist ja immer. Aber das ist schon echt sweet. Echt hübsch. Ja. Also echt viel. Tyranniden, Fulgrim, hier noch eben Elise Duchard von Old World. Ich bin gespannt, wann es dazu mehr Einzelheiten gibt. Da bin ich super gespannt, wie die Game-Mechaniken werden bei Old World. Also da könnte sein, dass ich da auch voll auf den Zug aufspringe. Und dann haben wir hier noch Space Marine Heroes. Die sind eben ein bisschen untergegangen. Ob das jetzt nötig war, weiß ich jetzt auch wieder nicht. The planet Ogrim was ruthlessly devoured, but the war did not end there. Stangards, Termis, Scouts. Ja. Gibt es wahrscheinlich wieder als eine Patrolbox dann mit dem Codex zusammen oder wie auch immer. Oder einzeln. Und der wird auch seine 93 Seiten haben. Ist natürlich ein dickes Paket. Hier haben wir eine Bladeguard-basierte Hero Garde. Und das sind die Helden des Imperiums. Ja. Ja, liebe Leute, eine Sache gab es, glaube ich, noch und das war Space Marine 2. Ich werde tatsächlich jetzt ab und an auch einmal die Woche hier Videospiele auf dem Kanal haben. Ich versuche das im Sinne des Kanals gebunden an Tabletop-Systeme zu halten. Das heißt, entweder es wird stark Richtung 40k und Horus Heresy-Spiele gehen, also alles, was so in das Universum rutscht, oder aber auch Pen and Paper, sprich Baldur's Gate. Da bin ich seit Jahren, ich spiele auch ritualsmäßig alle eineinhalb Jahre mal Baldur's Gate 1 bis 2 durch, wenn ich die Zeit habe. Ich glaube, ein, zwei Jahre lang habe ich es mal nicht geschafft, aber da sitze ich dann wirklich mal irgendwie einen Tag vorm Urlaub oder so. Hier für Space Marine, ich wollte gerade euch mal die Collectors Edition zeigen, aber irgendwie anscheinend funktioniert der Link nicht. Okay. Das ist irgendwie verwirrend. Ich war gerade auf dem Link zur Collectors Edition zu Space Marine 2. Space Marine ist halt ein Shooter. Da ist er. Ja, also der Link hier, der hier ist, die Official Website, funktioniert nicht. Ob man von so einem Spiel eine Collectors Edition braucht, weiß ich jetzt nicht. Wenn man Fan ist, mit Sicherheit. Wir gucken mal kurz rein. Ist halt ein Shooter, ne? Relativ casual. Jetzt nicht zu schwere. Ja, ist halt ein Hack-and-Slay-Shooter so. Da ist, ist halt für Spaß, ne? Sieht gut aus. Sieht aus wie die Unreal Engine, würde ich behaupten. Oder eine eigene. Sieht Unreal-mäßig aus. Wäre eigentlich auch dumm, dafür eine eigene zu machen. Ja, sieht gut aus. Tyranniden, Space Marines. Ich hoffe, man ist nicht an Ultramarines gebunden. Das wäre für mich schon wieder so eine Sache, wo ich sage, boah, ja, muss es sein. Aber ja, Space Marine 2 werden wir sicherlich auch hier auf dem Kanal sehen. Wie gesagt, ich werde jetzt ab und an mal ein, zweimal die Woche im Verhältnis zu den 40k-Videos, die ich so mache, da ich im Moment ein bisschen Computerspiele und 40k ein bisschen oder Tabletop ein bisschen zurücktreten muss, auch aus gesundheitlichen Gründen. Ich kann im Moment nicht so viel zocken, wie ich gerne würde und die Zeit nutze ich dann halt, um ein bisschen wieder in Baldur's Gate einzutauchen und ein paar 40k-Games gibt es ja auch, die ganz nett sind. Und das würde ich dann auch mal hier einfach dokumentieren, für die, die Bock haben. Ansonsten erstmal vielen Dank bis jetzt und ich sag bis zum nächsten Mal, liebe Leute, 20 Minuten reicht für die Wochenschau. Diesmal gab es ja auch was. Ich hoffe, euch gefällt das Format und lasst gern Kommi, Like, das, Subscribe. Bis dann.